Hallöchen, ich begrüße euch total und recht herzlich. Ich möchte mich bei Anita und Maya bedanken, dass sie gerade da waren. Ich habe da einen Computerplatz freigehalten, damit sie ihre Sachen dort machen können. Sie haben ja auch direkt tolle Sachen mitgebracht. Ich bedanke mich auch total recht herzlich für den leckeren Wein, den ich mir sicherlich bei irgendeinem Cobra 11 Neuling, also neue Sendung, neue Serie, antrinken werde. Also ne? Den Film antrinken werde. Bedankt, danke. So, auch für Prashant hier. Ich habe dir die fertig gemacht. Kommen, ja. Da bist du ja auch, da oben. Hab eine tolle Sache da in Kassel. Auf der Dokumentarhalle in Kassel seid ihr alle, besonders die drei, die hätte ich wirklich sehr gerne nochmal guten Tag gesagt, live guten Tag gesagt. Aber wie das so ist, ich muss das Geschäft offen halten. Ich kann da nicht vorbei, ich schaue es nicht. Sind also wie gesagt tolle, du bist ja auch da, Prashant ist auch da. Also das kann nur gut, also das ist eine Mannschaft. Der kann nur gut gehen. Ne? Hallo. Hallo, grüß euch, einfach ran. Genau, einfach Computer aussuchen. Ist okay. Ja. So, an Prashant Jaiwal ist für dich unterwegs. So ein Päckchen haben wir ja über WhatsApp gesprochen. Ich wünsche dir dann auch Ende Oktober dort einen tollen Tag. Sie sind ja tolle Schauspieler aus dem Jahre 81 da, das Boot etc. Semmelrogge, ach wie sie alle heißen. Du bist dann auch da, das finde ich super toll. Meine eine hat leider keine Zeit. Ich muss hier vor Ort verweilen. Ich freue mich natürlich irgendwann, so wie heute Maya und Anita da waren, die dann auch am Computer arbeiten konnten, die mir dann auch diesen leckeren Wein haben zugänglich werden lassen. Wie gesagt, Semir Gerkan genannt, Atalay Erdogan. Dankeschön. Auch, du kriegst ja auch, du hast ja deine Geburtstagseinheiten schon bekommen, du hast deinen Oscar bekommen, du hast deinen Bilderrahmen bekommen. Man kann natürlich noch viel mehr machen, weil wir hier in Studio sind. Wir können hier auf eine 3D-Puppe, muss ich mal schauen, ob wir von dir und Nils eine 3D-Figur anfertigen lassen. Und natürlich von Prashant, das wäre schon gar nicht mal schlecht, wenn Prashant als 3D-Figur hier, also wenn die drei oder die besten, die wir sehr gut finden von Cobra 11, hier als 3D-Figuren stehen hätten. Ja, so wie die anderen, Walz ist hier, ja, James Coburn ist hier und diverse andere stehen ja schon hier. Okay, das sind ein paar Hausnummern, ein paar Größen. Herr Walz zum Beispiel ist ja mal eine Hausnummer. Ich habe mir jetzt gerade von Anita den Film zu Hause mir angesehen. War eine tolle Geschichte. Wir hoffen, dass auch da der zweite Teil gemacht wird und so weiter. Ich freue mich jetzt in genau 24 Stunden, endlich Cobra 11, die neue Staffel bei TV Now, sehen zu dürfen. So, dann kann man darüber philosophieren, wie es war. Wie gesagt, große Veränderungen stehen da an, keine Ahnung. Also wie gesagt, die Pressestelle hatte mich angerufen von RTL. Ich glaube, mit der neuen Staffel hat Joa nichts mehr mit zu tun. Keine Ahnung, irgendwas ist da, aber den soll den Schauspielern egal sein, solange die Schauspieler schauspielern dürfen, die dort spielen möchten bei Cobra 11. Toi, toi, toi am Set, viel Spaß vor allen Dingen, dass ihr da also auch satzmäßig gesattelt seid, dass das alles so funktioniert, dass die Hektik und das alles mit den Explosionen und das alles, dass euch nicht allzu viel passiert, vielleicht ein blauer Fleck oder so oder ein kleiner Schreck oder ein Pfeifen im Ohr, kann ja schon mal vorkommen bei dem, was da alles in die Luft geht. Meine Idee bleibt auch bestehen, da so einen Highway-Film mal zu drehen, mal gucken, ob man hier irgendwelche NRW-Gelder frei bekommt und dann alle Stars und Sternchen, die man so kennt, in diesen Film mit einbringt. Das wäre eine tolle Geschichte, wo wirklich die alle, wirklich alle deutschen Stars und Sternchen, die noch leben, sogar Mario Ardorf, sage ich jetzt mal, so eine Legende damit einzuflechten oder so. Das wäre schon ein Highlight, aber ihr merkt schon, das wäre schon so eine Millionsproduktion. Und wer gibt mir mal eben für eine gute Actionproduktion eine Million? Also da muss ich also schon wirklich mit Engelzungen reden und dann hoffen, dass 4, 5, 6 Millionen dabei rauskommen. Ne? 650 Millionen oder 1,2 Milliarden wie in Amerika, forget it. Aber ich meine, mit so einem tollen Film mit allen Darstellern, wie gesagt, Semmelrogge, Oliver zum Beispiel und wie gesagt, Prashant und Kevin und Erdogan
und alle Größen, Henning, Baum, ihr glaubt es kaum, alle Größen da rein und die Nebengrößen und die ich alle hier bei Facebook hin, Hartmut Freund zum Beispiel, oder als Hartmut Freund, Kevin, habe ich ja gerade schon gesagt. So, ich steige jetzt hier eben aus, ich mache jetzt Feierabend, ich gucke mir gleich irgendwie einen tollen Film an und morgen schaue ich mir dann bei TV Now, schaue ich mir dann Cobra 11 an. So ist es. Und jetzt mache ich erstmal Schluss hier. Ich bedanke mich total und recht herzlich bei allen. Wie gesagt, Prashant ist unterwegs, kommt diesmal über Hermes. Ne? Kosten sind mir ja sowas von Latte. Ne? Ich habe mal wieder für dich 4,50 Euro ausgegeben, damit du Bescheid weißt. So bin ich zu dir. Ja, ne? Alles klar da. Ich freue mich immer, wenn du hier mal landest aus Göttingen. Ist zwar selten, auch die anderen landen selten hier. Weil Berlin ist nun mal zu weit, auch wenn sie jetzt hier in Köln drehen. Trotzdem mal eben für 75 Kilometer weiterfahren zur Stadt Essen. Kannst du halt. Vergesse euch. Bedanke mich total und recht herzlich aus Recklinghausen, Maja und Annette. Anita und Maja, die heute auch da waren. Ich bedanke mich nochmal total und recht herzlich für den leckeren Wein. Wirklich. Ich liebe Wein. Ich trinke nicht viel Alkohol, ich rauche auch nicht, aber Wein muss sein. So, ich bedanke mich total recht herzlich. Wie gesagt, Hermes liefert aus zu Prashant, zu Göttingen. Und ich kann dir noch eins sagen, Ende des Monats viel Spaß auf dieser Con, du weißt Bescheid.